möchte dir jetzt noch etwas zu dem Umgang mit Formatvorlagen zeigen. Wir haben hier schon vorgesehene Überschriften. Hier siehst du hier das in der Anmerkung bzw. in der Notiz dazu. Ich möchte hier jetzt eine Überschrift einfügen. Überschrift bedeutet, dass ich eine Formatvorlageüberschrift 1 verwende. Wenn ich jetzt hier die zweite Überschrift in der Ebene 2 sehe, siehst du schon, ich kann hier eine zweite Ebene machen. Ebene 1 ist weiter oben, dann weiter nach unten. Und hier zum Beispiel wieder eine Überschrift in der Ebene 2 wäre hier der Überschrift Römerzeit. Das bedeutet dann also, in der obersten Ebene ist die Überschrift, ist Ebene 1 Überschrift 1 zu wählen. Dann in der Ebene 2, das geht dann so weiter. Ich schaue dann weiter, was ich hier noch alles vorgesehen habe. Hier Wirtschaft im römischen Wales wäre eine Überschrift der Ebene 3. Gehen wir wieder weiter. Hier Religion im römischen Wales wäre wieder eine vom Typ 3. Dann hier Völkerwanderung der Ebene 2. Mittelalter wieder Ebene 2. Dann hier Kaiser Maximilian I. wäre eine Überschrift der Ebene 2. Dann hier Reformation. Wieder auf der Ebene 2 eine Überschrift. Hier Barock. Wieder der Ebene 2. Wieder Ebene 2. Dann haben wir den Kaiser Franz Josef. Und hier dann Biedermeier und Vormärz. Wäre hier wiederum eine Überschrift der Ebene 2. Ich kann hier ein Leerzeichen setzen und es geht dann eins weiter hinunter. Dann habe ich hier wieder eine Überschrift der Ebene 2 und hier wiederum zum Schluss hier noch einmal eine Überschrift der Ebene 2. Dann kann ich hier weitere Zuweisungen machen. Man sieht hier Standard, dann Überschrift 2, Überschrift 1. Man kann jetzt ganz bequem über die sogenannten Formatvorlagen, kann man hier die Eigenschaften für alle Formatvorlagen dann festlegen. Also alle, die mit Überschrift 1 formatiert sind, könnte ich jetzt hier festlegen. Kann jetzt hier den Einzug verändern. Setze ihn hier jeweils zum Beispiel auf 0. Die Ausrichtung setze ich auf Blocksatz. Und bei der Schrift haben wir hier bei der Überschrift 1, könnte ich jetzt 100% zum Beispiel wählen und wähle als Schrift, weil mir das besser gefällt, als Areal. Wähle ich hier wieder eine Überschrift, die eher Times entspricht, Times New Roman. Klick auf OK und wir sehen hier schon, es hat sich verändert. Jetzt wähle ich hier Überschrift 2, nehme hier wieder Änderungen vor, wähle hier zum Beispiel nur Fett, nehme 12, Ausrichtung Blocksatz, Einzüge setze ich wieder auf 0, also die Abstände zu den übrigen Texten. Klick auf OK. Und jetzt sehen wir schon, dass sich hier das auch verändert hat und aber auch gleichzeitig hier bei allen anderen Überschriften. Jetzt habe ich hier aber vergessen, wie ich gerade gemerkt habe, bei der Überschrift 2, bei der Formatvorlage die Schriftart zu verändern. Geht hier in Registerkarte Schrift und wähle dann hier Times New Roman aus. Ich blättere zu Times New Roman, klicke auf OK und es passt. Selber kann ich jetzt hier auch mit der Formatvorlage Standard machen. Ich gehe auf Ändern, wähle hier zum Beispiel 12 belasse ich. Die Abstände bin ich auch zufrieden, aber ich möchte die Ausrichtung verändern und klicke auf OK. Und so kann ich dann dementsprechend hier die Formatvorlagen dann jeweils dann immer wieder verändern. Ich wähle immer die entsprechende Textstelle aus, schaue, was hier oben ausgewählt ist. Wähle dann hier, falls er nicht schon eingeblendet ist, hier das Fenster für die Formatvorlage und kann hier über die rechte Maustaste mit Ändern die Änderungen vornehmen.